Aber was ist hier? Ich guck mal hier mal auf die Karte. Wahrscheinlich ist hier wieder so ein. Wo sind wir? Wir sind hier. Da müssen wir nämlich einen verlorenen Sektor machen. Und ich wette mit dir. Wir brauchen noch einen verlorenen Sektor, ne? Wo steht das nochmal? F1, nein, F1 war es nicht. Hier war das doch. Am besten klicke ich die mal an, dann wissen wir das auch. Da. So, jetzt sehen wir die. Ja, verlorene Sektoren. Zwei Stück müssen wir nämlich machen. Und hier geht das bestimmt zu einer rein. Okay, nach rechts eigentlich. Also in die Richtung. Und das geht bestimmt hier rein und dann nach rechts, ne? Ein öffentliches Event steht bevor. Irgendjemand hat einen Elite gekillt. Da hinten wahrscheinlich. Hat seine Beute fallen lassen. Was ist hier mit? Hä? An der Seite? Weißt du was, ich mache einfach Kottenprozess mit denen. Hier, 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 hier. Und du auch. Friss den hier, Digga. Friss den. So, noch jemand? Was haben wir hier? Was ist das für ein Stein? Irgendwie bezweifle ich, dass ich Richtung verlorenen Sektor gehe. Oder ich guck nochmal auf die Karte. Hä? Warum bin ich jetzt auf einmal da oben? Ich will auch dahin, aber ich kann auch keinen Wegpunkt dahin setzen. So, Patrouillen brauchen wir ja auch noch, ne? Nee, Patrouillen brauchen wir nicht. Abenteuer. Abenteuer müssen wir machen. Haben wir hier gerade eins in der Nähe? Ja, da. Da haben wir ein Abenteuer. Hui! Da. Abenteuer, ich komme. Den Planeten hacken. Ein Geist plant, auf den Nesus-Kern zuzugreifen, aber dazu benötigt er Failed Saves Hilfe. Starten mal das Abenteuer. Hey Team, ich weiß, wie wir Failsafe mit dem Nessus-Kern verbinden und alle Daten ziehen können, die wir wollen. Helft mir einfach, diese Sender zu platzieren und ich werde es erklären. Alles klar. Gemacht. Roger, Roger, sag ich nur. Kann ich da nicht einfach hinschieben? Muss ich da ernsthaft jetzt hoch? Nee, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so ein komischer Weg hier ist. Da. Lol. So ein komischer Weg. Dann können wir Failsafe mit dem Nessus-Kern verbinden. Stell dir nur vor, wie viele Daten sie ziehen könnte. Das ist ein proaktiver und schlauer Plan, freundlicher Geist. Ich halte es immer noch für eine schlechte Idee. Da oben. Oh, da ist noch eine Kiste, guck mal. Ich starte mal hier dieses komische Ding. Nee, warte. Ja. Ich dachte, hier ist ein... Ach, da ist das. Die Kiste, die gönne ich mir. Ich meine, da ist ja sowieso immer im Grunde nur Glibber drinne.
Und Datensätze und Wüstenmatt. Okay, alles klar. Falls wir mal malen wollen. So, das Ding starte ich mal. In 5 Minuten ist dann hier ready. Da oben. Yep, yep, yep. Moin. Es wird funktionieren, glaub mir. Du weißt doch, wie ich normalerweise Sachen für uns hacke und scanne. Ja. Diesmal bist du dran. Na toll. Ich glaube, mein Geist hat eine Freundin. Hui. Das wäre auch übrigens das letzte Event. Kommen wir da überhaupt hin? Irgendwo da. Oh, da ist eine Kiste. Ui. Und da ist das Ding. Oh, Regionstruhe war das sogar, wa? Hallo? Haben wir noch einen Datensatz, den können wir uns noch absnacken? Und jetzt heißt das, 2 Minuten warten. Vor allem ist hier kein anderer Spieler in der Nähe. Schalte den Nexus-Kern frei. Da können wir, vielleicht können wir das noch schnell machen. Obwohl, eventuell kommt ein Boss oder so, ne? Ja, ist blöd. Wir müssen hier warten. Leider müssen wir hier warten. Kann man da rein? Hallo? Wo bin ich? Gucken. Wir sind da hinten am Arsch der Welt. Da wollen wir noch nicht hin. Aber interessant. Interessant ist interessant. Wir brauchen einen guten Platz zum Schießen gleich. Ich fand da oben auf dem Felsen, finde ich das schon. Nee, nee. Ich habe beim X-Drücken schon gemerkt, dass das noch nicht drüber war. So. Dann knien wir uns mal hier hin und warten die 1 Minute eben. Oh, ich habe meinen Kaffee vergessen. Lauwarm. Lauwarm bis kalt. Oh. Ah, kalter Kaffee ist so widerlich. Du, da geben mir die Ohren hoch, du. So, 10 Sekunden noch. Was ist da hinten los? Was ist da los? So, let's go. Diese Vex, sie bauen irgendetwas. Schon wieder am Bauen? Berechne Wahrscheinlichkeit. Die sind immer am Bauen. Ja. Das tun sie. Aber solche Events locken aber auch andere Spieler an, wie die Schmeißfliegen.
oder? Oh, von hier oben kann ich hier alle schön wegsnacken. Immer ja, aber so und dann tschum, tschum, tschum. Und dann flitze ich dahin. Oh, wer will noch stressen? Ihr. Ja, so. Und du auch. Und ihr da hinten auch. Alle beide. Und du auch. Oh, hier darf noch einer, der Stress will. Warum muss ich den ganzen Scheiß hier alleine machen? Das sind die anderen Spieler. Ich wollte Ärger im Revier. Oh, jetzt wird's aber hier kritisch. Kritisch. Ha, in die Weichteile. Das mag mein Hoppel. Oh, Trix ist in der Nähe. Trix, komm ran da. Ich hoffe, das ist ein Spieler und kein Dingsen gemeint. Und ein Fox ist in der Nähe. Fox. Da kommt Fox und da ist Trix. Oh, hier so ein Attentäter. Oh, hier. Oh, dann nehmen wir doch gleich die schwere Dingsen und schießen mit meiner Rakete ins Nichts. Alles klar. Hi. Erobern, erobern. Also manchmal lande ich wie so eine Oma. Wie so eine Oma mit einem Rock und durch die Landung weht so das Wind rein und dann hui, wie so ein Regenschirm. Hi, hinter dir. Wo denn? Ah. Okay, lass mich in Ruhe. Auch nice. Ich muss ja alles alleine erobern. Hi. Und manchmal verliert man aber auch den Überblick. Hier ist so viel Geblitze und Geblinke und... Hui. Oh, guck mal, da am Satz. Den sehe ich doch. Das ist 5 Kilometer Entfernung. Warte doch mal, warte mal. So, ich räume jetzt mal hier ein bisschen auf. Hi. Hi. Also Raketenwerfer. Top. Top Man, sag ich nur. Top Man. Ui. So, was ist hier los? Abgeschlossen, ne? Zumindest haben wir Ihnen Probleme. Nice. Was bedeutet in Vex schon rechnerische Verarbeitungsgeschwindigkeit? Ey, meine Kiste. Antwort unterdrückt. So, mal eben Waffen nachladen. Jetzt müssen wir zum Nexus. Der ist da lang. Wie spät haben wir das eigentlich? Dr. Silva hat das letzte Mal um 7:45 geschrieben. Das ist schon ewig her. Der Schmiedesaboteur wurde besiegt. Ah.
Hier ist nichts, ne? Hä? Da. Wächtergrab. Okay, wie kommt man denn da hin? Müssen wir mal einen Weg finden. Da wahrscheinlich, ne? Ui, was haben wir denn hier? Na, aber weggesnabert. Okay, wir müssen dahin. Ich weiß nur nicht, ob da runter. Wird einfach so gemacht und dann ist er weg. So runter oder hoch? HTTP, Twitch, was? Wie kann man denn so. Ja, Hashtag Werbung. Als Hashtag. Lol, wie kann man sich denn so nennen? Noch einer und hier ist noch einer. Du blöd wieder zum Schießen hier, du. Oder? Kopfschuss. Ah, treffen ihn. Mit der Granate vielleicht? Okay, hier haben wir wieder eine Kiste, stimmt? Trotz des Nordens haben wir gefunden. Neue Lore entdeckt. Okay, aber wir müssen hier runter auf jeden Fall. Der Kern ist unter uns. Kopfschuss. Wo denn jetzt? Ach, er. Lol. 22:45. Mach dich bereit, Failsafe. Ich übe meine besten Vex-Interpretationen. Bitte lass sie mich nicht fangen, Captain. Ich bin bereit. Mach es wie beim Hochseilakt. Denk nicht darüber nach. Das ist nicht hilfreich. Oh, da ist wieder ein öffentliches Event. Müssen wir da oben hin auf jeden Fall. Okay, alles klar. Noch ein bisschen Muni einsammeln. Hui! Hat nicht gereicht. Was ist das im Band? Das ist bestimmt wieder auch nur so eine Kacke. Und wir müssen da oben, da müssen wir reinspringen wahrscheinlich. Okay, dann lass mal gucken, wie kommen wir da am besten hoch? Würde ich jetzt einfach mal versuchen. Hier hoch und dann sagt er nö. Okay. Na, wir finden schon einen Weg. Ja, ich schaff das. Ich schaff das. Wenn sie mich töten, werde ich deine Hülle heimsuchen.
Das fand er wohl nicht witzig. Ein Geist hat keinen Humor. Okay, jetzt hier reinspringen, ne? Juhu, nicht zu weit. Wuhu! Ich hacke. Ich bin mit dem Nessus-Kern verbunden. Siehst du? Ganz einfach. Zieh dir alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Vex wollen meine Fortschritte aufhalten. In der Nähe sollte ein Konflux sein. Bitte stabilisiere ihn für mich. Alles klar, mache ich. Was soll ich machen? Stabilisierungsdatenwürfel zerstören. Okay, also den hier. Ich stabilisiere. Danke, Captain. Jetzt eliminiere diese Datenwürfel. Sie enthalten Sicherheitsprotokolle, die meine Fortschritte aufhalten. Kein Problem. Du bist ein Profi. Ich wusste, dass es funktioniert. Ja, klar bin ich ein Profi. Easy going, sag ich mal. Die Vex wehren sich. Ich habe weitere Konfluxe zum Stabilisieren markiert. Zerstöre die Würfel, die sie erzeugen. Was? Oh oh. Ich lebe aber auch gerade so noch. Mal eben kurz heilen. Dann schieße ich mal eben hier. Ja, natürlich daneben. Autsch, oh, ich stehe genau da drunter. Genau da drunter. Da muss ich noch lernen hier. So, eh. So, wir stabilisieren. Warte. Ja, Schnauze voll. Wird stabilisiert bis zum geht nicht mehr. So, den nächsten stabilisieren. Ich weiß, ich habe den Super jetzt eigentlich mega verschwendet. Nicht so vor meinem Gesicht. Please, nicht vor meinem Gesicht. Schaute. Failsafe. Die haben uns einen Wechsgeist auf den Hals gehetzt. Failsafe? Gibt es was Neues? Oh, oh, oh. Oh nein, sie wurde von den Vex geschnappt. Ja, warte, warte, warte. Kopie von ihr. Wenn ich ihn treffe, ist ja alles gut. Ich kriege das schon hin. Ja, ich krieg auch alles hin. Den Datenkern von diesem Vex-Geist. Datenkern? Wolltest du kriegen, Kollege? Säulenintegration. Er startet mal eben einfach so das. Diese Vex, sie bauen irgendetwas. Komm wieder. Wahrscheinlichkeit. Egal. Die Events machen wir natürlich auch, weil also es ist ja keine Verschwendung, wir wachsen dann im Ruf. Deswegen, das ist ja alles keine Verschwendung. Nur gucken, nur gucken. Ja, Handgelenk, jo. Oh, guck mal da oben. Hi. Ja, moin. Oh, er geht zur Seite und läuft wieder rein.
Das ist immer noch von meiner Quest hier, der Typ. Oh, keine schwere Munition mehr. Dann sammeln wir die doch mal eben ein. Ist ja kein Problem. Oh, da ist ein Datensatz. Den snack ich mal den. Snacken, snacken. Wo ist mein Minitaurus? Oh, ich sterbe gleich. Frag mich immer noch, wo der Minotaurus drin ist. Hier meine Quest. Ach, da oben ist er, ja. Hi. Er kriegt natürlich den hier. Warte. Laden. So, bleib mal stehen, Kollege. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ja, war ja klar. Jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Und eine neue Lore entdeckt. Entschuldigung, ich dachte, du bist ein Gegner. So, die schieße ich rüber, damit er den Minotaurus trifft. Trifft er ihn? Ja, ich weiß nicht. Bin nicht so sicher. Das ist immer noch nicht fertig hier. Ich dachte, wir sind hier schon fertig. Ach, Leute. Ach, wir sind schon fertig. Ich komm mal mit. Hi. Ah. Oh, hi. Ich glaube, zum vierten Mal machen wir schon dieses Event hier. Was schießt denn da auf uns? Ach, hinter uns. LOL. Ich denke immer von vorne. Okay, sind wir so weit? Da sind ganz viele. Ich renne hin. Ich opfer mich. Bombe inszeniert. Weg hier. Wuhu. Da will jemand Stress. Da will jemand Stress. Gott nachladen. Hat er ihn erledigt? Zumindest haben wir ihnen Probleme gemacht. Was bedeutet in Vex schon rechnerische Verarbeitungsgeschwindigkeit? Ich weiß es nicht. Antwort unterdrückt. Ah, okay. Guck mal, das Ganze nur für zwei Datensätze und 800 Glibber, ne? Lohnt sich eigentlich gar nicht. Ah, da kommt mal, da hinten kommen noch welche. So, was haben wir unsere Quest eigentlich? Da. Oh, da steht er noch. Okay, so. Nehmen wir hier ein paar Raketen. Muni. So, drei. Nehmen wir auch noch einen. So, Dicker. Bleibst du stehen? Sag mal, schieß. Ja, da hat er mich angetäuscht. Ah, ich habe den anderen getroffen. Lol. Muss er irgendwie hoch. Oh, hier ist noch eine Kiste. Was ist das? Moin. Oh, gibt's doch nicht. Kommt man den denn daneben schießen? Noch eine Kiste. Hi. Getroffen?
oder? Wir haben volle Möhre getroffen. Ich habe ihn noch volle Möhre getroffen. Der ist niemals tot umgefallen. Also der Geist, also dieser Geisteskern, der liegt da jetzt. Die haben ihn ohne mich getötet. Immer her da. Da sollen wir jetzt rein. Aber erstmal hole ich mir noch den Datensatz hier hinten. So. Und noch ein bisschen Glibber. Und jetzt sollen wir alle retten. Rette Feldsafe. Ich komme Feldsafe. Ich hoffe, das ist so in Ordnung, dass ich auch nur da oben 30 FPS habe, beziehungsweise in Kampfsequenzen sogar. Ich hoffe, das sieht trotzdem auf YouTube in Ordnung aus. Feldsafe muss hier irgendwo sein. Kammer des Wassers. Hilf mir, die Störungen durch diese Konfluxe zu beseitigen, und ich sollte ihren Standort ermitteln können. Schauen wir mal hier rein, ne? Ist bestimmt eine gute Idee. Anscheinend nicht. Ja, was muss ich machen? Würfel kaputt machen, ist immer eine gute Idee. Okay, nächster, 20% noch. Haben sie in ein Würfelkonstrukt gesperrt. Schalte die Vex aus und wir können sie befreien. Alles klar. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Hoffe ich auch. Hä? Ach, das sind positive. Positive. Freundliche. Weißt du was? Dann mache ich einfach so. Und dann gib ihn. Lass sie frei. Weggerotzt den Dreck. Haben Sie jetzt freigelassen? Danke, Captain. Ich habe die letzten 10 Jahre damit verbracht, mit einem anderen Gefangenen zu reden. 10 Jahre? So lange haben wir nicht gebraucht. Die Zeit scheint im Netzwerk anders zu verstreichen. Er war ein sehr guter Zuhörer. Schade, dass ich ihn nicht mitnehmen konnte. Er hat mir eine Myriade an Möglichkeiten für diese Galaxis gezeigt. Wie die Vex planen, sie zu formen. Ich werde das deiner Vorhut mitteilen. Es tut mir leid, dass du das durchmachen musstest. Es war deine Schuld. Und ich vergesse niemals, wer mir Schaden zugefügt hat. So, wir haben das Abenteuer abgeschlossen. Nice. Was wartet da oben noch auf uns? Eventuell ein verlorener Sektor? Hm. Wahrscheinlich nur der Ausgang, oder?